Hi Leute, heute zu Gast bei uns am Tisch eine BR44 von Märklin. Diese kam mit Kurzschluss zu uns und wir haben am Decoder eine defekte Z-Diode mit 47 Volt Durchbruchsspannung und eine Gleichrichter-Diode getauscht. Diese hat es auch zerschossen. Da sind wir jetzt in einer kleinen Bildstrecke. Jetzt noch ein letzter Test zum Abschluss. Wir haben Licht vorne, der Rauchgenerator funktioniert auch und natürlich fahren tut sie auch. Und damit ist die 44er wieder gesundet und darf ab nach Hause. Vielleicht sehen wir uns ja demnächst bei uns in Schiltern, bei der Anlage oder im schlimmsten Fall dann beim nächsten Video. Beim Decoder haben die Teile alle neu aufgeläutet. Wir haben eine Hier haben wir eine Märklin BR24 Blödsinn. VS-Diode mit 47 Volt Durchbruchspannung getauscht und damit ist sie wieder fertig. Mit 47 Volt Durchbruchspannung. Mit 47 Volt Durchbruchspannung mit 47 Volt Durchbruchspannung Durchbruchspannung geh bitte erst.